Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Mit dem Pariser Abkommen wurde ein Meilenstein gesetzt. Das sieht man auch daran, dass am 22. April in New York 175 Staaten an der Unterzeichnung teilgenommen haben und die Ratifizierung damit jetzt eingeleitet wird. Das sind so viele Staaten wie nie zuvor bei einem vergleichbaren multilateralen Abkommen. Bei Kyoto waren es am Ende nur noch 37 Staaten, die mit an Bord waren. Alle Staaten der Welt haben klar zum Ausdruck gebracht, dass sie hinter diesem Abkommen stehen. Damit ist die Arbeit noch lange nicht abgeschlossen. Das ist richtig. Jetzt geht es um die Umsetzung dieser Inhalte in allen Staaten der Welt. Werte Kollegin Höhn, auch in Deutschland arbeiten wir intensiv an dieser Umsetzung der deutschen und auch insgesamt in Europa an der Umsetzung der europäischen Klimaziele. Die Bundesregierung hat im Dezember 2014 bereits das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 vorgelegt, das rund 100 Maßnahmen in allen Sektoren vorsieht. Und diese Maßnahmen werden umgesetzt und die Finanzierung der Fördermaßnahmen hierzu ist sichergestellt. Das sind die mittelfristigen Maßnahmen bis 2020. Deutschland geht aber noch darüber hinaus. Ich würde mal behaupten, dass es wenige Vertragsstaaten gibt, die schon Festlegungen treffen bis 2050. Derzeit arbeitet das BMUB an einem Klimaschutzplan bis 2050, basierend auf einem breiten Bürgerdialog. Wir sind uns doch alle einig in dem Ziel. Nicht einig sind wir uns über den Weg zu diesem Ziel. Sie schlagen ein Klimaschutzgesetz vor. Dazu möchte ich Folgendes sagen. Nordrhein-Westfalen hat 2 Jahre gebraucht, bis es ein solches Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht hat. In Berlin wurde jetzt nach 5-jährigem Ringen erst vor wenigen Tagen ein solches Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Zeit haben wir nicht. Das wissen Sie auch. Wir handeln jetzt, und zwar mit den richtigen Maßnahmen. Wir kümmern uns um die Umsetzung unserer Ziele, anstatt Zeit in ein intensives Gesetzgebungsverfahren zu einem Klimaschutzgesetz ohne konkrete Maßnahmen zu investieren. Das ist nicht der richtige Weg, meine Damen und Herren. Wichtig ist jetzt, die Maßnahmen zur Erreichung der Ziele fortzuführen und weiterzuentwickeln und die Entwicklungs- und Schwellenländer mit Projekten und Geldern zu unterstützen, damit sie ihre Wirtschaft von Anfang an klimaneutral aufbauen können. Und auch da, beides macht die Bundesregierung. Wir haben gestern im Umweltausschuss gehört, was das Entwicklungshilfeministerium alles macht. Über 2 Milliarden Euro jährlich investiert das BMZ in den internationalen Klimaschutz. Der grüne Klimafonds wird nach und nach immer weiter aufgefüllt. Deutschland ist auch hier Vorreiter. Erste Projekte werden bereits umgesetzt. Die Kriterien, die Förderkriterien sind streng und danach ausgerichtet, dass die Länder auch dabei unterstützt werden, ihre selbst gesteckten Klimaziele mit den eigenen Projekten, die sie sich vorgenommen haben, auch zu erreichen. Ich nenne zum Beispiel viele Projekte zu erneuerbaren Energien in Afrika. Ja, und auch auf nationaler Ebene treffen wir die richtigen Maßnahmen. Ich möchte hier an der Stelle einen Bereich herausgreifen, der ja ein sehr großes Einsparpotenzial hat. Frau Weisgerber, darf der Kollege Krischer eine Zwischenfrage stellen? Ja, gerne. Herzlichen Dank, Frau Weisgerber, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben eben gesagt, das Klimaschutzgesetz würde 2 Jahre brauchen, bis es realisiert ist. Nun hat eine Regierung und eine Mehrheit in der Hand, wie lange Gesetzgebungsprozesse dauern. Wir haben das Klimaschutzgesetz zum ersten Mal vor 2 Jahren eingebracht. Das heißt, es könnte lange beschlossen sein, selbst wenn man so einen langen Gesetzgebungszeitraum annimmt. Ihre Argumentation,
dass Maßnahmen ja bereits stattfinden, die stimmt ja nur deshalb nicht, wenn ich eben der Umweltministerin zugehört habe, hat sie gesagt, naja, im Verkehr sind wir sogar in der falschen Richtung unterwegs. Bei den Erneuerbaren, wir beschließen morgen das EEG, da wird der Ausbau reduziert. Bei der Gebäudesanierung geht nichts voran, sind wir weit unter dem Ausbaukorridor. Man kann diese Liste weit fortsetzen. In der Landwirtschaft passiert überhaupt nichts, die Emissionen steigen. Das heißt, die Maßnahmen, von denen Sie hier reden, dass die ohne Klimaschutzgesetz stattfinden, die finden ja gar nicht statt. Wäre nicht Ihrer Meinung nach es sinnvoll, dass wir endlich eine gesetzliche Grundlage schaffen, damit hier nicht nur schön von Ihnen und von Frau Hendricks geredet wird, sondern dass Herr Dobrindt und andere dann auch mal Klimaschutzpolitik in ihren Ressorts machen, was bisher nicht stattfindet? Gerne antworte ich auf Ihre Frage und möchte ganz konkret auf Ihren Gesetzentwurf zum Klimaschutzgesetz eingehen. Sie schlagen Zwischenziele vor und jährliche Zielvorgaben. Sie schlagen vor, dass zusätzlich zum Emissionshandel zusätzliche Auflagen auf nationaler Ebene gesetzt werden, dass ständig Steuern für Emissionshandelszertifikate auf der Basis eines CO2-Mindestpreises auf nationaler Ebene neu errechnet werden. Sie sagen, das ist Verlässlichkeit und Planbarkeit. Und da sage ich ganz klar, wenn national neue Steuern errechnet werden, national neue Auflagen gemacht werden, dann ist das genau das Gegenteil von Verlässlichkeit und Planbarkeit für die Wirtschaft. Zwischenziele jährlich zu berechnen, wo Experten sagen, dass die Zwischenergebnisse in den einzelnen Jahren Einflüssen ausgesetzt sind, der Witterung, dem Mineralölpreis und so weiter. Das ist der falsche Weg, ein Gesetz zu machen, nicht unterlegt mit den Maßnahmen, mit zusätzlichen nationalen Auflagen, was uns im europäischen Wettbewerb noch eher benachteiligt und dazu führt, dass in anderen europäischen Ländern die Emissionshandelszertifikate letztendlich verbraucht werden, die dann bei uns freigesetzt werden. Und das führt letztendlich nicht zum Ziel, das wir alle haben, nämlich auf europäischer Ebene den Klimaschutz voranzubringen. Frau ich würde Kollegin, jetzt ganz gern mit meiner Rede fortfahren und gerne danach dann eventuell bei Bedarf auch noch mal antworten. Ja, ich möchte erstmal noch mal auf die nationale Ebene eingehen. Ich möchte einen Bereich herausgreifen, der ein großes Einsparpotenzial bietet. Und das ist die energetische Gebäudesanierung. Dort fallen 40% des Energieverbrauchs an und ein Drittel der CO2-Emissionen in Deutschland. Deshalb haben wir hier zahlreiche Programme der KfW aufgelegt, die wir weiterentwickeln und immer weiter aufstocken. Und das ist auch gut so. Aber, und jetzt komme ich gleich auf Ihren Zwischenruf, Herr Krischer, es muss noch mehr getan werden. Ja, der wirksame Hebel, der wirksamste Hebel ist die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung. Und genau deswegen haben wir auch den Antrag gestellt. Der Unterschied zu Ihren Vorschlägen, zu den Vorschlägen von Bayern ist, dass wir sagen, wir brauchen keine Gegenfinanzierung. Wenn dieses steuerliche Instrument kommt, dann wird letztendlich über die Mehrwertsteuereinnahmen so viel wieder in die Landeskassen hereingespült, dass letztendlich sich das Projekt von selbst amortisiert. Und da möchte ich Ihnen zurufen, statt auf nationaler Ebene, auf Bundesebene, ein Klimaschutzgesetz zu fordern, ohne die entsprechenden Maßnahmen, fahren Sie doch in Ihre Länder mit grüner Regierung und sprechen dort nochmal die grünen Politiker an, dass wir gemeinsam, und zwar ohne diesen parteipolitischen immer wieder Twist, der uns an der Stelle klimapolitisch nicht voranbringt, dass wir gemeinsam die steuerliche Gebäudesanierung auf den Weg bringen, zusammen mit den Bundesländern. Weil das ist ein Instrument, das uns wirklich mal voranbringen würde. Frau Kollegin, erlauben Sie jetzt eine Zwischenfrage von Frau Höhn? Ich gestatte die Zwischenfrage, wenn ich dann länger sprechen darf. Sie dürfen antworten. Ja. Antworten auf die Frage, ja. Ansonsten bleibt es bei der Redezeit. Ja. Frau Kollegin Weisgerber, Sie haben ja eben gesagt, das Problem sei halt zum Beispiel Steuern und sowas zu erheben und das ist das Problem und deshalb können Sie da nicht mitgehen. Bei dem Mindestpreis für CO2 haben wir einen Mindestpreis momentan in Großbritannien von CO2 von 23 Euro. Und Frankreich wird nächstes Jahr einen Mindestpreis einführen, der ungefähr bei 30 Euro liegt pro Zertifikat, also pro Tonne. Ja?
Wenn Großbritannien in der EU bleibt, was wir wollen, hätten wir die drei Großen, Großbritannien, Frankreich und Deutschland mit einem Mindestpreis und könnten ihn damit auch international auf europäischer Ebene verankern. Warum sperren Sie sich von der CDU gegen diesen europäischen Mindestpreis? Denn mit den beiden anderen könnten wir es machen. Deutschland ist jetzt der Blockierer des Mindestpreises und nichts anderes. Die Herzkammer der europäischen Klimapolitik ist der europäische Emissionshandel und keine nationalen Mindestpreise, die eventuell auch noch unterschiedlich hoch sind und unterschiedlich von den einzelnen Mitgliedstaaten festgesetzt werden. Wir setzen darauf, dass wir durchaus ehrgeizig auch diesen Emissionshandel reformieren. Sie wissen, dass momentan auf europäischer Ebene im Gesetzgebungsverfahren die Reform des Emissionshandels verhandelt wird. Wir brauchen einen funktionierenden, marktbasierten Emissionshandel, der gleichzeitig auch die Carbon-Leakage-Effekte berücksichtigt, der nicht Arbeitsplätze bei uns in Deutschland gefährdet, sondern der insgesamt auf europäischer Ebene letztendlich den Klimaschutz voranbringt. Und wie gesagt, wenn man national noch zusätzliche Instrumente schafft, dann führt es zu einer Benachteiligung der Unternehmen in diesem Mitgliedsland. Und es führt dazu, dass letztendlich aus zum Beispiel Frankreich oder Großbritannien Emissionszertifikate frei werden, die dann von Polen oder Südeuropa verbraucht werden. Und dann frage ich mich, was bringt das im Ergebnis für den Klimaschutz? Es bringt dem Klima nichts, es schadet ihm sogar. Und deswegen setze ich hier auf eine Stärkung des Emissionshandels insgesamt auf europäischer Ebene. Und ich setze auch darauf, dass die Bundesregierung sich jetzt in diesen Prozess intensiv einbringt und auch eine eigene Position entwickelt zum Thema faire und auch ja, faire Carbon-Leakage-Mechanismen. Soweit zur Antwort auf die Frage. Ich möchte jetzt noch mal damit fortfahren, dass ich einfach auch noch mal den Unterschied darstelle zwischen dem nationalen Klimaschutzgesetz, wie Sie das wollen, und den Maßnahmen, die wir auf den Weg bringen. Wir wollen Klimaschutzmaßnahmen, die alle Sektoren mitnehmen. Wir wollen Klimaschutzmaßnahmen, die Umweltinnovationen auslösen und Chancen für Arbeitsplätze schaffen, anstatt Ordnungsrecht, was auf nationaler Ebene verhängt wird. Wir möchten Anreize, wir möchten Technologieneutralität. In dem Sinne bringen wir uns weiterhin in den Prozess ein. Und wir brauchen auch einen funktionierenden Emissionshandel. Wir müssen unsere Anlagen, die zu den effizientesten gehören, bei uns behalten. Abwanderung von unseren Anlagen ginge Hand in Hand mit Abwanderung von Forschung und Entwicklung. Das ist kontraproduktiv. Deswegen nochmal der Appell, dass wir praxistaugliche und gerechte Carbon-Leakage-Regeln brauchen. Und wir auch hoffen, dass die Bundesregierung sich jetzt wirklich konstruktiv in diesen Prozess auf europäischer Ebene einbringt. Und ich möchte als Letztes auch noch mal die Antwort auf eine der Fragen in meine Redezeit mit einpacken. Und zwar ging es vorhin auch noch mal um die Energiewende. Es gibt eine Reihe von Äußerungen aus der Opposition in den letzten Wochen zum EEG. Da ist von einem Ausbremsen und so weiter die Rede. Von einem Ausbremsen kann nicht die Rede sein. In den letzten 2 Jahren wurden die erneuerbaren Energien um 7,4% ausgebaut. Die sind gewachsen um 7,4%. So viel wie nie zuvor. Ich frage mich, vorhin war der Kollege Trittin noch da, ob damals zum Beispiel die eigenen Ziele, die Sie sich damals gesetzt haben, ob Sie die auch so erreicht haben wie wir. Frau Kollegin, entschuldigen Sie, aber Sie ist... Moment, jetzt wollte ich Sie fragen, ob Sie von Frau Bulling-Schröter eine Frage zulassen oder einen Kommentar. Also ich würde jetzt ganz gern diesen Gedanken zu den erneuerbaren Energien fortführen und dann zum Ende meiner Rede kommen. Genau. Von einem Ausbremsen kann nicht die Rede sein. In diesem Jahr
muss man auch noch dazu sagen, ist die EEG-Umlage bei rund 7,5%. Nächstes Jahr über 8% mit Mehrwertsteuer um die 10 Cent. 10 Cent, also 7,5 Cent, 8 Cent und 10 Cent. Das bedeutet für eine vierköpfige Familie 500 Euro pro Jahr. Das ist wahrlich kein Pappenstiel. Sie schlagen nun aber die Abschaffung der Deckelungsregelungen und den Erhalt der festen Einspeisevergütung vor. Die Folge ist letztendlich eine Preisexplosion und dann, und das wollen wir alle nicht, weil wir wollen die Energiewende und wir wollen die Bürger mitnehmen, und dann kommt der Akzeptanzverlust bei den Bürgerinnen und Bürgern. Das können auch Sie nicht wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen komme ich zum Schluss meiner Rede. Klimaschutz ist eine der wichtigsten Herausforderungen unseres Jahrhunderts. So möchte ich das auch als Klimapolitikerin formulieren. Und ich sage Ihnen, wir nehmen diese Herausforderung gerne an, indem wir handeln mit einem Klimaschutz und einer Klimaschutzpolitik mit Augenmaß. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Weisberger. Die nächste Rednerin, Sabine Leidig für Die Linke.